Alle Bauherrinnen und Bauherren stellen sich während der Hausplanung früher oder später die Frage, was sie beim Bauantrag und der Baugenehmigung beachten müssen. Die Antwort gibt es in der heutigen Folge der Town & Country Bauherrenakademie. So viel sei verraten, es ist alles halb so wild. Ich möchte Ihnen in diesem Video 5 praktische Tipps an die Hand geben. Sie erfahren zum Beispiel, wie Sie das Genehmigungsverfahren beschleunigen können, wer einen Bauantrag stellen darf, welche Unterlagen eingereicht werden müssen und was man bei einer Ablehnung tun kann. Bei keinem Thema passt der Spruch, gut informiert ist halb gewonnen, besser als beim Hausbau. Es geht ja nicht nur um Ihren Lebenstraum, sondern auch um viel Geld. Abonnieren Sie also am besten gleich unseren Kanal. So bleiben Sie rund um das Thema Hausbauplanung auf dem Laufenden und sparen sich jede Menge Stress und Ärger. Nützliche Links mit weiterführenden Infos finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Speziell beim Bauantrag können Sie im Vorfeld bereits viele Dinge klären. Vor allem die Frage, ob Sie auf Ihrem Grundstück überhaupt bauen dürfen und wenn ja, was? Erste Informationsquelle ist der Bebauungsplan Ihrer Kommune. Er enthält die Vorschriften zu Abstandsflächen, zur Art der baulichen Nutzung, zu Bauweise und Dachform sowie zu Baulinien, Baugrenzen und Baufenstern. Liegt Ihr Grundstück in einer Baulücke außerhalb des Bebauungsplans oder außerhalb der besiedelten Ortsteile, empfehlen wir Ihnen, eine schriftliche Bauvoranfrage bei der Baubehörde zu stellen. Die Punkte in Ihrem Fragenkatalog müssen mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Zum Beispiel, sind die geplanten Abmessungen rechtlich zulässig, darf ein Walmdach gebaut werden oder ist eine Mischnutzung möglich? Welche Unterlagen Sie genau für eine Bauvoranfrage benötigen, erfahren Sie in der Bauvorlagenverordnung Ihres Bundeslandes. Der Bescheid gilt 3 Jahre und gibt Ihnen die rechtsverbindliche Sicherheit, dass Ihr Bauvorhaben grundsätzlich genehmigt werden kann und mit dem Baurecht vereinbar ist. Gehört Ihnen das Grundstück noch nicht, brauchen Sie eine Vollmacht des Grundstücksbesitzers. Wenn Sie ein Papier mit diesem roten Punkt in den Händen halten, haben Sie es geschafft. Ihr Bauantrag wurde genehmigt und der Bau Ihres Traumhauses kann starten. Mit der Baugenehmigung erklärt die zuständige Baubehörde, dass aus öffentlich-rechtlicher Sicht nichts gegen Ihr Bauvorhaben spricht. An diesem Verwaltungsakt kommen Sie beim Hausbau nicht vorbei. Bauen Sie ohne Genehmigung, drohen hohe Bußgelder oder gar der Abriss. Die Bauordnungen der Bundesländer sowie die Bebauungspläne der Gemeindesatzungen der Kommunen bilden die wesentlichen Rechtsgrundlagen für die Baugenehmigung. Wo könnte es rechtliche Probleme oder Ärger mit Ihrem Nachbarn geben? Zum Beispiel, wenn Sie Abstandsflächen unterschreiten oder das geplante Haus nicht ins Ortsbild passt. Und hier komme ich zu meinem 3. Tipp. Arbeiten Sie beim Einreichen des Bauantrags mit regionalen Partnern zusammen. Sie kennen die geltenden Bauvorschriften in Ihrem Bundesland und Ihrer Kommune aus dem FF und können die Hausplanung darauf ausrichten. Einen Bauantrag dürfen nur Architekten und Bauingenieure mit Bauvorlageberechtigung einreichen. Natürlich haben auch Massivhausanbieter wie Town & Country House solche qualifizierten Partner. Einer unserer mehr als 300 regionalen Partner ist garantiert bei Ihnen um die Ecke und kann Sie vor Ort beraten. Wenn die Bauordnung Ihres Bundeslandes es zulässt, können Sie eine Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren beantragen. Die Baubehörde prüft nur die wichtigsten Anforderungen und Sie erhalten die Baugenehmigung schneller und kostengünstiger. Allerdings tragen Sie als Bauherrin oder Bauherr gemeinsam mit dem Entwurfsverfasser auch die Verantwortung dafür, dass Ihr Bauvorhaben nicht gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften verstößt. Im äußersten Fall wird der Weiterbau eingestellt oder die Gebäudenutzung untersagt. Mittlerweile fallen fast alle Bauvorhaben, ausgenommen Sonderbauten und große komplexe Gebäude, unter die Kategorie des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens. Rund 0,5% der Gesamtkosten des Hausbaus fallen als Baunebenkosten für die Baugenehmigung an. Bei einem Hauspreis von 250.000 Euro sind es 1.250 Euro. Ist Ihr Bauantrag unvollständig, kommen weitere Kosten hinzu. Nehmen Sie sich im Vorfeld also unbedingt die Zeit, alle erforderlichen Unterlagen zusammenzustellen. Welche Nachweise Sie genau für die Baugenehmigung einreichen müssen, regelt wieder einmal die Landesbauordnung.
Diese Dokumente müssen allerdings in jedem Fall dabei sein. Normalerweise stellen Sie den Bauantrag beim Bauamt Ihrer örtlichen Kommune. Diese reicht Ihnen zur Prüfung und Genehmigung an die zuständige Bauaufsichtsbehörde weiter. Sollte der Bauantrag abgelehnt werden, bedeutet dies noch nicht das Ende Ihres Bauvorhabens. Prüfen Sie mit Ihrem Baupartner, ob Sie die Pläne anpassen können oder legen Sie Widerspruch ein. Für die Argumentation sollten Sie sich die Unterstützung eines Fachanwalts für Baurecht holen. Ein vollständiger und korrekter Bauantrag ist das Herzstück Ihrer Hausbauplanung. Mit unseren 5 Tipps sollte einer erfolgreichen Baugenehmigung nichts mehr im Wege stehen. Wenn Sie Unterstützung bei der kompletten Hausplanung inklusive Erstellen und Einreichen des Bauantrages benötigen, fragen Sie einfach Ihren Town & Country Partner vor Ort. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich für heute. Lassen Sie uns gerne ein Like da und freuen Sie sich auf die nächste Folge unserer Bauherrenakademie.